So, jetzt geht es offiziell los zu diesem Webinar zu Creo Illustrate. Wir werden während der nächsten Stunde mal sehen, was die Möglichkeiten von PTC Creo Illustrate sind. Zusammengefasst geht es um CAD-Datennutzung für technische 3D-Illustrationen und Animationen. Wir haben natürlich uns eine Agenda überlegt, um Sie möglichst effizient informieren zu können. Die sieht folgendermaßen aus. Zuerst möchten wir kurz die Präsentatoren vorstellen, wer da alles spricht und dann vor allem die Live-Präsentation macht. Zuerst noch ein paar Worte dann über die GIA Informatik AG. Wer sind wir? Was machen wir im CAD-PLM-Umfeld? Und dann werden wir etwa 35 Minuten werden wir PTC Creo Illustrate live sehen. Wir haben drei Demonstrationen oder drei Arten von Präsentationen, Live-Präsentationen vorbereitet. Einerseits möchten wir direkt mal mit Creo Parametrikdaten arbeiten, damit Sie mal sehen, wie das soweit abläuft. Dann werden wir kurz mal mit, sage jetzt, unabhängigen CAD-Daten arbeiten. Wir verwenden mal ein Step-File, jetzt mal aus Creo Elements Direct heraus. Das könnte aber auch ein Step-File dann sein aus irgendeinem anderen CAD-Daten, also einem anderen CAD-System. Und am Schluss möchte man dann noch eine große Baugruppe zeigen, wie das Handling von großen Baugruppen in Illustrate vor sich geht. Und dann wird auch noch unser Vertriebler noch was sagen zu einem zeitlich limitierten Angebot. Und am Ende der Präsentation werden Sie auch Gelegenheit kriegen, Fragen zu stellen. Gut, lassen wir los mit den Präsentatoren. Der wichtigste Mann heute, der Ihnen dann die Live-Demonstration am CAD in Illustrate machen wird, ist der Rodrigo Farinha, PLM-Berater bei der GIA Informatik. Und ja, da kennt sich sehr, sehr gut im CAD, PLM, Illustrate Umfeld aus. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Urs Simler, bin eher der Simulationsexperte bei der GIA und ich habe einfach die Aufgabe gekriegt, weil ich das Webinar-Tool gut kenne, Sie durch diese Präsentation zu führen. Und zu guter Letzt haben wir noch unseren Vertriebler, den Daniel Losley. Den werden Sie dann gegen Ende der Veranstaltung noch hören. Ganz kurz zur GIA Informatik AG. Wer sind wir ja? Wir sagen, wir machen IT-Services für Industrie und Handel. Wir befinden uns mitten in der Schweiz drin. Es sind auch Leute aus dem Ausland mit dabei. Also hier der rote Punkt, das wäre Basel. Der grüne Punkt hier, das ist etwa Bern. Was haben wir noch, einen gelben Punkt hier, da ist etwa Zürich. Also mit drin befindet sich die GIA Informatik AG. Diese Firma gibt es seit bald 30 Jahren, haben knapp 150 Mitarbeitende und wir gehören zur Müller-Martini-Gruppe. Müller-Martini macht eigentlich Handling-Systeme, Schneide-, Bindemaschinen im Nachfolgedruckprozess, also ein typischer Maschinenbauer. Und die GIA Informatik beschäftigt sich vor allem mit SAP-Lösungen, mit IT-Services. Wir haben auch ein eigenes Rechenzentrum und wir beschäftigen uns auch mit CAD, PLM und so weiter. Und unser Ziel ist eigentlich, den Kunden zu beraten, Projekte zu realisieren und vor allem auch den Betrieb und Support sicherzustellen, weil wir denken, nur ein zufriedener Kunde wird dann auch ein längerfristiger Partner werden. Stichwort Partner, natürlich arbeiten wir auch mit Softwarepartnern zusammen, ganz klar. SAP ist sicher einer der wichtigsten bei uns, aber auch dann im CAD, PLM-Umfeld haben wir da Partner, mit denen wir gerne und erfolgreich zusammenarbeiten. Was für Leistungen bietet diese CAX-PLM-Gruppe an? Natürlich möchte man den Kunden
ja, gute Lösungen zur Verfügung stellen. Dazu brauchen wir natürlich einen Vertrieb, aber auch Training und Consulting sind unsere Steckenpferde, um wirklich auch die Kunden auf Vordermann zu bringen und wirklich eine erfolgreiche Implementierung, einen erfolgreichen Betrieb der Software zu gewährleisten. Und in dem Bereich ist natürlich unser wichtigster Partner PTC. Mit den Produkten PTC Creo Parametric, PTC Creo Illustrate, PTC Creo Elements Direct und natürlich auch WinChill ist ein wichtiger Bereich, den wir für Sie auch schulen, hosten können und so weiter. Andere Produkte wie MATCAD, ThingWorks und Navigate sind so unsere Steckenpferde. Nebenbei arbeiten wir auch mit anderen Softwarepartnern zusammen. Einer ist CAESS, ein slowenischer Softwarepartner von PTC, der Topologieoptimierungslösungen zur Verfügung stellt, aber auch mit Strömungssimulation von Mentor Graphic, das nennt sich Flow EFD, arbeiten wir da. Da können wir Sie beraten und auch Lösungen von TechSoft werden Sie in unserem Portfolio finden, arbeiten auch ziemlich eng mit der TechSoft zusammen. Und dann gibt es auch in diesem Umfeld auch noch weitere Partner. Einer ist in München, in Grafing, die Software Factory, die auch im PTC, Creo oder WinChill-Umfeld Zusatzlösungen zur Verfügung stellt. Wie schon gesagt, die PDM-Systeme, Kundensysteme können bei uns bezogen werden. Wir warten die, wir stellen auch sicher, damit die immer laufen. Also das Monitoring machen wir von so PDM-Systemen. Auch PDM-ERP-Schnittstelle können wir Ihnen anbieten. Und um Ihre Mitarbeiter auszubilden, haben wir auch ein eigenes Schulungszentrum in Oftringen. Insgesamt im CAX-PLM-Umfeld können wir auf 130 Mannjahre Erfahrung zurückgreifen. Also das ist doch eine ziemlich große, sag jetzt mal, Potenzial, was wir da haben, um Sie da wirklich umfassend beraten zu können. Gut, das wäre es eigentlich schon gewesen von der Firmenvorstellung, dann geht es ganz kurz mit zwei, drei Folien zu PTC Creo Illustrate, was kann man mit dem alles so machen. Eben Zusammenfassung würde ich sagen, CAD-Datennutzung für technische 3D-Illustrationen und Animationen. Wenn man das hier so betrachtet, sieht man hier mal so eine typische Animation. Der Herr Farinja wird Ihnen dann auch noch im Detail zeigen, wie schnell und einfach man solche Illustrationen erzeugen kann, Animationen erzeugen kann, um halt so Abläufe sehr, sehr einfach, klar darstellen zu können. Das heißt natürlich auch, für so Dokumentationen werden natürlich auch die Übersetzungskosten deutlich kleiner sein, weil ein Film wird auch von einem Chinesen verstanden. Das heißt natürlich, wir haben da wirklich eine auch Verkürzung, Minimierung der Wartungszeiten, weil die Illustration eindeutiger ist, verständlicher ist und nicht ja, zeitintensiv in Büchern, Handbüchern nachgeschaut werden muss. Insgesamt wollen wir einfach eine bessere Produktdokumentation mit diesem Creo Illustrate erreichen. Natürlich können durch das auch interaktive Schulungsunterlagen zur Verfügung gestellt werden und das führt insgesamt dazu, dass halt auch Ihre Kundenzufriedenheit besser wird. Und natürlich hinsichtlich Nutzung von anderen Geräten wird immer wichtiger. Jeder hat, nicht jeder, aber sehr viele haben halt Handhelds zur Verfügung. Ein Handy ist überall verfügbar oder irgendwie ein iPad, ja, irgend sowas ist auch verfügbar und da können natürlich diese 3D-Illustrationen ganz klar dargestellt werden. Was sind so ganz kurz zusammengefasst die Möglichkeiten von Illustrate? Man hat hier die Möglichkeit halt so Detailansichten zu erzeugen, das wird der Herr Farin ja Ihnen auch noch zeigen, solche Symbole, Zusatzsymbole,
Notizen hier mit reinzubringen, um wirklich das Ganze genauer dokumentieren können. Man kann Abmessungen mit reinbringen, um halt auch gewisse Bewegungen, Abläufe genauer beschreiben zu können. Lichtquellen, Schattierungen, Ausleuchtung der Illustration kann verändert werden. Und man hat dann auch 2D- bzw. 3D-Exportfunktionen zur Verfügung. Wir werden dann sehen, wie einfach, dass man solche Sequenzen erzeugen kann, um halt Abläufe sehr visuell, einfach, klar, verständlich aufbauen zu können. Diese Daten können natürlich auch, die CAD-Daten werden wir sehen, dass die direkt genutzt werden können, einerseits von Creo Parametric oder auch von anderen CAD-Systemen. Das heißt, der Import natürlich von PTC-Produkten ist gewährleistet, aber auch von Schnittstellendaten. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Und es gibt auch Adapter zu den weit verbreiteten CAD-Systemen, die hier aufgelistet sind. Natürlich, wenn wir mit PDM-System arbeiten, insbesondere mit Windchill zusammenarbeiten, kann natürlich auch Illustrate, kann da eingebunden werden in das entsprechende PDM-System. Wenn ich unabhängig arbeite, ist es auch möglich, hier da mit entsprechenden Update-Funktionen zu arbeiten. Also wenn ich alleine in Creo Parametric arbeite, kann ich hier auch sicherstellen, dass bei einer Änderung das sofort wieder visuell oder wieder aktuell gezeigt wird in Creo Illustrator. Aber das wird der Herr Farinia Ihnen auch gleich dann noch erklären. Gut, und ich denke, die Wiederverwendungen sind auch gewährleistet. Es gibt noch andere Produkte im PTC-Umfeld, da möchte ich jetzt nicht im Detail darauf gehen, wie zum Beispiel PTC Arbotext oder IsoDraw, wo ich dann diese Illustrate-Dokumentationen hier verwenden kann. Und ja, das wäre es eigentlich schon mal als kurze Einführung, was kann man von Creo Illustrator erwarten. Für mich eigentlich immer wieder erstaunlich, wie schnell, dass ich klare Dokumentationen, Animationen kriege, die sehr realistisch aussehen, die ich dann auch gleich in Betriebshandbüchern und so weiter verwenden kann. Jetzt geht es wirklich los mit dem interessanten Teil. Der Herr Farinia wird Ihnen live zeigen, was da machbar ist, und zu dem Zweck hat er 3 Präsentationen aufgebaut. Einerseits möchte er live zeigen, wie man so ein Schneckengetriebe direkt aus Creo Parametric mal zu Illustrator übernimmt und dort so Animationen erzeugt, Visualisierungen macht, Callouts reinbringt, Positionsnummern platziert und so weiter. Da möchte man mal mit einem neutralen Dateiformat arbeiten. Da wird ein Step-File aus PTC Creo Elements Direct ausleiten, mit dem arbeiten. Und zu guter Letzt haben wir noch eine ganz große Baugruppe vorbereitet, um Ihnen auch mal die Performance von PTC Creo Illustrator live zu zeigen. Das mal kurz von meiner Seite. Jetzt probiere ich da den Herrn Farinia mit einzubinden. Jetzt müssten Sie dann gleich, wenn die Technik klappt, zu einem Bildschirm sehen, siehe da. Ich sehe Sie auf jeden Fall und wünsche Ihnen wirklich viel Vergnügen bei dieser doch sehr interessanten Präsentation vom Herrn Farinia. Dankeschön. Gut, auch von meiner Seite möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen hier bei diesem Webinar zu Creo Illustrator. Was Sie hier jetzt auf meinem Bildschirm sehen, ist natürlich nicht Creo Illustrator, das ist Creo 4, wo eigentlich die meisten Daten erzeugt werden oder konstruiert werden, und das ist eigentlich der Ausgangspunkt für die ganzen Illustrationen. Wir arbeiten hier jetzt eigentlich autonom, ohne PDM oder Windchill. Das heißt, das kann natürlich auch im, wie Herr Simmel bereits schon erwähnt hat, im PDM-Link integriert werden. Hier machen wir jetzt einmal alles von Hand. Und zwar, ich gehe hin und öffne mir da den Schneckengetriebe, den Herr Simmel bereits schon erwähnt hat, und sehen hier da
haben wir das Ganze so bereits vorbereitet. Was mache ich da? In erster Linie mache ich nichts anderes, als ich gebe ein Dateiformat aus. Diese nennt sich PVZ. Diese PVZ-Datei kann sowohl im Creo Illustrate verwendet werden, sowie auch dann im Creo View, wenn man irgendetwas auf einem Tablet, sage ich jetzt mal, oder auf einem Smartphone visualisieren möchte, eben auch die ganzen Sequenzen, die wir bereits schon angesprochen haben, die wir auch nachher erstellen werden, können auf solche Geräte angezeigt werden. Wie gesagt, ich gehe jetzt hin und speichere mir hier eine PVZ raus. Ich sage da Creo View PVZ und die gehe ich jetzt dahin mit dieser Nummer. Natürlich, ich habe da bei meinen Vorbereitungen schon welche erzeugt. Dementsprechend wird jetzt da das Ganze überschrieben. Wenn ich keine hätte, wäre einfach den Speichervorgang. Das war jetzt eigentlich alles, was ich im Creo Parametric machen wollte. Ich gehe jetzt hin zum Creo Illustrate rüber und da ist es jetzt wichtig, dass eigentlich den ersten Klick, den wir machen, ist eigentlich nichts anderes, als wir importieren diese PVZ-Datei. Die PVZ-Datei kann eingebettet werden oder sie kann verbunden werden. Das ist eigentlich sehr wichtig aus einem Grund: wenn wir sie einbetten, dann hat es diesen Stand, den wir abgespeichert haben. Und dieser Stand, der wird auf ewig so beibehalten. Also sprich, ich kann da im Nachhinein, falls ich auch in Parametric etwas ändere, wird das nicht automatisch mit übernommen. Und bei der Verbindung ist es so, dass ich da eigentlich immer automatische Updates bekomme. Sprich, ich kann da meine Illustrationen erzeugen und erstellen. Wenn dein Konstrukteur doch noch eine Änderung an Vollbringen ist oder Vollenden ist, kann er das machen. Ich kann ebenfalls meine Daten, respektive meine Illustrationen, fixfertig vorbereiten, wann der Konstrukteur da mit seiner Arbeit fertig ist. Indem wir es mit Verbindung eingebaut haben oder importiert haben, werden die Daten sofort aktualisiert. Also sprich, wir gehen hin, importieren mal das Ganze, und zwar da nicht als Step, sondern eben als Creo View, das PVZ, und sagen hier, dieses Teil, das wir vorhin abgespeichert haben, möchte ich jetzt da importieren, ist bereits schon, sehen wir hier an der Service-Stückliste. Ich gehe jetzt hin und sage da, ich möchte eine Standardansicht neu platzieren und kann mir dann das so drehen, wie ich das gerne hätte. Sag ja, ungefähr so soll das platziert werden, und im Nachhinein möchte ich da damit weiterarbeiten. Damit diese Ansicht auch gleich so übernommen wird, kann ich sagen, hier aktuelle Ansicht verwenden, aber diesen Knopf finden wir auch sonst noch, und zwar da in Startseite kann ich zu jedem Zeitpunkt eigentlich meine Ansicht so erzeugen, wie ich sie gerne hätte. Gut. Als erstes gehe ich mal hin, wir haben hier die Abbildungen, ich möchte jetzt da mehrere Abbildungen machen und wenn möglich sollten alle Abbildungen ungefähr gleich aussehen, muss nicht, aber hier jetzt für meine Demo habe ich so vorbereitet und auch hier oben im Abbildung-Registerkarte kann ich dann hingehen und sagen, okay, machen wir dann eine neue Abbildung, auch da sage ich Standard, was passiert, er geht mir sofort, wie das Ganze importiert worden ist. Und das heißt, ich müsste das wieder ungefähr so drehen, wie ich das vorhin gemacht habe, ist mir, sage jetzt, zu aufwendig, mache ich nicht so. Das heißt, ich kann auch da sehr einfach und effizient hingehen, rechte Maustaste, das Ganze löschen wieder und danach kann ich sagen, okay, ich gehe von dieser Abbildung, die ich bereits erzeugt habe, gehe ich hin und sage einfach da duplizieren. Ich möchte dann auch diese gleich umbenennen und sage, da möchte ich dann das Ganze machen für eine Stückliste aufzubereiten. Dann als nächstes mache ich doch noch zwei weitere. Einmal möchte ich dann da Sequenzen erzeugen. Und zu guter Letzt noch möchte ich dann noch eine Animation. Ist eigentlich fast das gleiche, aber doch komplett etwas anders. Animation, so. Und
Jetzt, wie Sie sehen, habe ich da überall eigentlich die gleiche Abbildung und kann jetzt mit der ersten Abbildung beginnen und werde Ihnen eigentlich die Möglichkeiten zeigen, die Creo Illustrate bietet. Und wir gehen da so mal die wichtigsten Befehle durch. Und eines der wichtigsten ist sicherlich in der Abbildung die ganzen Render-Modus. Also sprich, ich habe da schattiert, was eigentlich vom Creo herkommt, kann ich so stehen lassen. Das sind eigentlich diese Grautöne, die wir auch vorhin im Creo-Parametrik gesehen haben. Danach kann ich mir da die Kanten eigentlich wieder ins Spiel bringen. Und ich kann das auch komplett, auch plastisch oder dann einfach schwarz-weiß. Das ist eigentlich so, dass wo man fast überall sieht in den ganzen Illustrationen, ist eigentlich dieser Render-Modus oder dann eben irgendwie weiß schattiert, wo dann das Ganze ein bisschen heller erzeugt wird. Und wir belassen das jetzt mal in diesem Modus. Was kann ich noch machen? Wir haben hier das orthografische Modus angezeigt, kann auch das Ganze noch in der Perspektive anzeigen. Und jetzt sehen Sie, dass geht im Creo Illustrate komplett auf einen Punkt hin. Das heißt, wie wenn wir ein Foto oder ein Bild mit einer Kamera schießen würden, wir hätten da so ein Fischauge als Linse auf dem Fotoapparat, werden solche Abbildungen auch so dargestellt. Also sprich, komplett auf einen Punkt fixiert. Ich selber arbeite gerne lieber im orthografischen Modus und dementsprechend belassen wir das hier auch so. Weiter noch bei den Tools, das wir hier haben, wir können dann messen und Durchmesser ausmessen, das werden wir alles noch sehen. Was eigentlich auch sehr wichtig ist, sind die ganzen Schnitte, also sprich Schnitte, die ich im Creo-Parametrik erzeugt habe, müssen nicht immer auch im Illustrate verwendet werden, sondern ich kann einfach sagen, okay, erzeug mir deinen Schnitt, ja, dieser ist, wie es eigentlich immer bei Demos ist, auf der falschen Seite, macht aber nichts, ich muss nur da die Berandung anzeigen wieder, draufklicken und mit ganz einfachen Methoden haben wir hier die Richtung umgekehrt. Jetzt habe ich da einen Halbschnitt, möchte ich nicht, möchte einen Viertelschnitt, kann ich auch sagen, hier einen Viertelschnitt einbinden und zu guter Letzt sage ich, ja, der Viertelschnitt soll da genau auf der Höhe von dieser Mittewelle sein. Auch da die Berandung von diesem Schnitt anwählen und dann haben wir hier diese Pfeile sowie diese Halbkreise, die ja hier farbig dargestellt werden. Da können wir hingehen und das Ganze einfach da mal ziehen. Und wir sehen hier jetzt, es kommt hier nicht auf den Millimeter drauf an, die Illustrationen müssen einfach intuitiv sein und richtig dargestellt werden können und dementsprechend kann ich das einfach so ungefähr, wie es mir passt, jetzt da mal hinziehen. Die Berandungen kann ich jetzt da wieder wegnehmen. Und jetzt gehe ich hin und sage, ja, die Welle möchte ich zum Beispiel nicht schneiden. Sage, okay, da hier in diesem Bereich Schnitt mit allen oder sich mit allen schneiden. Nee, möchte ich nicht. Sondern ich sage da, ich möchte alles rein hinzufügen, außer diese Welle hier. Die deaktiviere ich wieder und füge die anderen Teile hinzu. Und schon habe ich eigentlich da den Schnitt erzeugt, ohne dass ich die Welle durchschneiden wollte. So, als nächstes kann ich dann beispielsweise auch noch hingehen und sagen, ja, diese Dichtung hier vorne, die möchte ich explizit hervorheben, die ist wichtig für mich, da ich da noch weitere Anmerkungen anbringen möchte, sage ich da beispielsweise, indem ich sie anwähle, die Dichtung, bei Teile kann ich sagen, die Farbe von dieser Dichtung ist jetzt rot, die soll wirklich hervorstechen und dementsprechend können wir das so machen. Und des Weiteren möchte ich ja einerseits meine ganze Baugruppe sehen, aber andererseits möchte ich da das Ganze noch im Detail sehen. Und für das haben wir eben diese Callouts, die wir vorhin auf den Folien schon gesehen haben. Das sind diese Einsätze hier. Und sage da, ich möchte diesen Einsatz B machen. Und kann dann einfach hier mit der Maus hingehen, das Ganze da nach rausziehen. Und dementsprechend haben wir hier unsere Callouts. Die kann ich selbstverständlich auch wieder verändern, sagen, ja, der soll doch noch ein bisschen verschoben werden. Das ist immer aktuell und muss da nicht ewig neu erzeugt werden, auch wenn ich die Baugruppe verschiebe. Der Callout bleibt bestehen und somit kann ich das Ganze zeigen. Auch Zoom-Faktor, wie Sie hier sehen, Callout geht natürlich immer schön mit.
Maßstab, den wir hier definiert haben, bleibt so bestehen. Als nächstes sage ich dann, ja, ich möchte da noch sagen, dass diese Dichtung noch mit Fett bearbeitet oder eingestrichen werden muss. Und dann kann ich auch hier wieder hingehen und unter den Anmerkungen sagen, ja, ich möchte da eine Notiz hinzufügen. Diese Notiz zeige ich hier mit einem Doppelklick, kann ich dann meinen Text hier reinschreiben. Dann sage ich da Fett, Fett X, Y, Z verwenden. Schriftgröße kann ich da noch explizit, ich kann die Form von dieser Umrandung definieren, die Farbe und, und. Und dann kann ich das hier absetzen und wie wir hier sehen, auch da wird das Ganze beibehalten. Da das Creo Illustrate eigentlich auch 3D-mäßig alles rotierbar ist, also sprich, ich kann das Ganze da rotieren, drehen, wie ich gerne möchte. Und es kann natürlich dann sein, dass ich wie jetzt hier da den Callout, den Kreis nicht mehr sehe. Wieso? Weil diese Ansicht, die ich hier habe, ist eigentlich in dieser Ausrichtung, wie ich die Baugruppe hier definiert habe, nicht mehr ersichtlich. Wenn ich da zurückkehren möchte, kann ich einfach einerseits hier draufklicken und dann sehe ich anhand von dieser Kamera hier, woher diese Ansicht erzeugt worden ist. Also sprich, ich könnte mir das jetzt so ungefähr dahin drehen. Und ja, das ist dann vielleicht doch eine mühsamere Arbeit. Oder ich kann einfach hingehen und sagen mit der rechten Maustaste, sagt er auf Fokus zurücksetzen und dann wird das sofort wird das Ganze in diesem Fokus zurückgesetzt und dementsprechend habe ich wieder meinen Callout zur Verfügung. Des Weiteren können wir eben auch noch Symbole einpflegen hier auf dieser Abbildung. Ich zoome jetzt ein bisschen weg, dass ich da ein bisschen mehr Platz bekomme. Ich gehe jetzt hin und sage, ja, ich möchte Symbolik einbringen. Einerseits können wir Werkzeuge, das sind ebenfalls 3D-Modelle, aus sogenannte OL-Dateien, die verwendet werden, oder eben hier Symbole, Verbrauchsmaterial wie eine Klebetube oder ein Ölkanister, sowie auch Pfeile, die wir hier einpflegen. Ich sage jetzt mal, ich möchte da sich drehende Teile, Warnhinweis einbringen und setze den hier ab, kann da selbstverständlich die Größe noch verändern, die Position kann ich verändern und dementsprechend das so definieren, wie ich das gerne hätte. Des Weiteren sage ich dann noch, ja, ich möchte da noch einen Pfeil auf der Welle anzeigen, damit ich zeige, ja, in welche Richtung dreht sich das, könnte ich natürlich hier hingehen und sagen, da möchte ich den Pfeil 2 einbringen, den setze ich hier ab und jetzt ist das die falsche Richtung, die Farbe gefällt mir jetzt auch nicht unbedingt so. Auch das sehr einfach handzuhaben, ich kann hier hingehen und sage, da mit dem Transformieren von diesem Pfeil bekomme ich da wieder meine Pfeile, meine Halbkreise, die farbig eingefärbt sind. Dann kann ich sagen, okay, ich möchte das ungefähr hier absetzen. Ich möchte das da drehen. Und wir sehen, indem ich ja mit meiner Maustaste drehe, sehe ich auch, wie viel Grad, dass ich das bereits schon gedreht habe. Dann sage ich da ungefähr so 180. Es muss ja, ja, jetzt habe ich es auf Anhieb hinbekommen. Und dann die Farbe natürlich hier bei Teile kann ich sagen, ja, ich möchte den Pfeil rot einfärben und dementsprechend könnte ich sagen, ja, der soll doch noch ein bisschen dahin gehen, über rechte Maustaste die Eigenschaften da bearbeiten, also sprich den Faktor könnte ich jetzt noch hingehen und sagen, ja gut, der ist 0,7, also ein bisschen kleiner soll er dargestellt werden und dementsprechend muss ich den noch ein bisschen dann nach vorne ziehen, dass ich das richtig sehe und so kann ich da alle möglichen Symbolen draufsetzen. Auch ein, sage ich jetzt mal, ein Ölkanister kann ich hier hingehen und sagen, ja, ich möchte ihn einbringen, setze den da drauf. Und jetzt sehen wir auch hier, der ist viel zu groß im Verhältnis zum Schneckengetriebe. Und da auch hier mit der rechten Maustaste die Eigenschaften bearbeitet, sagt da, der soll 0,3 sein. Und dann wird der sofort verkleinert. Sprich, ich kann auch da wieder mit dem Transformieren meinen Kanister ans richtige Ort bringen. Ich kann den dann da rotieren noch, wie ich das gerne hätte. Vielleicht noch eine Rotation in die Richtung. So. Und danach setze ich den da.
da soll vielleicht noch geölt werden. Dann habe ich denn das Ganze so definiert. Des Weiteren haben wir natürlich noch unten den Tools die ganzen Abstände, also sprich alles, was ich da an meinem Modell ausmessen möchte und auch auf dieser Abbildung platzieren möchte, kann ich hingehen und sagen, okay, ich möchte den Abstand zwischen diesen zwei Flächen. Da kann ich sehr einfach Flächen wie auch Kanten markieren und dann habe ich da den Abstand. Und dies kann ich auch beliebig, sage ich jetzt mal, so hin platzieren, wie ich das gerne hätte. Bestätige das, dass diese Abmaßung oder dieses Maß da drauf bleiben soll. Und danach kann ich doch sagen, ja, ich möchte dann noch einen Durchmesser machen. Und das wäre dann Durchmesser hier von dieser Fläche. Habe ich ebenfalls, kann bestätigen. Und danach kann ich dann das Ganze auch noch da rausziehen. So, dann kann ich wieder meine ganze Illustration so definieren und sage jetzt, okay, das ist eigentlich so, wie ich das gerne hätte. Die Ansicht soll so beibehalten werden, kann ich hier noch definieren, dass jetzt diese aktuelle Ansicht verwendet werden soll für diese Abbildung. Dann sehen Sie, hier ist auch das Ganze auch gleich abgespeichert worden. Also sprich, wenn wir jetzt auf die Stückliste Abbildung gehen, haben wir das leere Teil. Sobald wir hier wieder draufklicken, haben wir diese Ansicht. Und von da aus könnten wir eben dann eine zweite Exportfunktion verwenden, um dann hier ein Bild rauszugeben. Gut, das so mal zu den groben Tools wie Messen, Schneiden und so weiter. Ich gehe mal in die Stückliste rein. Auch hier sage ich, möchte das Ganze schneiden und diesmal gehe ich nicht mehr so ins Detail, ich kehre einfach da die Richtung, sage noch, den Viertelschnitt möchte ich auch haben und so belasse ich das jetzt mal. Und jetzt gehe ich hin und sage, ich möchte jetzt da meine Positionen für die Stückliste anzeigen und da kann ich ebenfalls hingehen. Unter den Anmerkungen haben wir hier auch die Elementnummern und da sage ich, ja, erzeugt mir eines, ich gehe einfach auf die Teile, die ich positionieren möchte, drauf los, sage, da soll eine Position hinkommen, das wäre dann die Position 1. Die Welle, die möchte ich auch noch positionieren, dann haben wir hier noch einen Deckel, den ich positionieren möchte, den Deckel da auf diese Seite noch, so, dann haben wir noch da die Schraube, okay, und da vorne haben wir auch noch Schrauben. Und das Tolle ist an dieser ganzen Geschichte, Sie sehen jetzt, hier haben wir Position 5, wie auch auf dieser Seite. Wenn es die gleichen Teile sind, weiß das Creo Illustrate aus der PVZ-Datei, das sind eigentlich die gleichen Teile, weil die Struktur, die kommt eigentlich 1:1 komplett mit. Also wir sehen hier die komplette Struktur, die aus Creo Parametric ausgeleitet worden ist, ist auch hier vorhanden. Und dann weiß eigentlich Creo Illustrate, aha, das ist das gleiche Teil und vergibt dementsprechend automatisch die gleiche Positionsnummer. Und so kann ich mir das Ganze da zurechtlegen. Ich könnte ja auch alles markieren, dann automatisch eigentlich alles positionieren lassen. Ja, in diesem Fall hätte man dann meistens, sage ich jetzt, zu viel vielleicht für diese Abbildung. Es geht relativ einfach, man kann das sehr einfach und schnell von Hand absetzen. Gut, das zu diesem Thema, was Stücklisten anbelangt. Was auch noch dazu wichtig wäre, ist, ich habe da unten noch weitere, sage jetzt mal Spalten, quer und hochkant, die ich da einblenden kann. Und das Tolle ist, ich kann hier hingehen und sehe da zum Beispiel die ganze Elementenliste, die ich hier positioniert habe. Ich sehe da, welches Teil ist es, wie viel sind in der Quantität natürlich, die ich da positioniert habe. Wenn ich ja hier beispielsweise auf das Teil 1 gehe, das jetzt markiert ist, sehe ich auch, was für eine Nummer ist und wird es bearbeitet und so weiter. Sprich auch eben, wenn das Ganze am PDM-Link angeschlossen wäre, das Material, den Lebenszyklusstatus, von wem wird es bearbeitet und so weiter. Also habe ich alle Parameter, die aus dem PDM rauskommen, werden auch hier aufgelistet. So,
das nehme ich jetzt einmal wieder weg und wir würden jetzt da eigentlich zu den Sequenzen rübergehen. Was ich da Ihnen zeigen möchte, ist eigentlich nichts anderes als, wie soll eine Demontage von diesem Schneckengetriebe erfolgen soll. Und Sie werden sehen, es ist eigentlich relativ simpel, das Ganze aufzubauen. Und dazu sagen wir eben hier, mit dieser Abbildung möchten wir eine Sequenz machen. Und dazu müssen wir dann einfach hier oben auf den Sequenz-Editor oder Schritt-Editor umswitchen. Und da müssen wir dann Schritt für Schritt eigentlich neue Schritte hinzufügen und in diesen Schritten die entsprechende Animation einbringen. Also wir machen jetzt hier mal einen ersten Schritt und was wir hier machen wollen, ist eigentlich nichts anderes. Also sprich, ich gehe mal hin und ich möchte das Ganze so ein bisschen nochmals abdrehen und das soll auch in der Kameraperspektive auch passieren. Also sprich, ich gehe hin und sage, die Kamera soll jetzt erfasst werden auf die neue Position. Als nächstes möchte ich dann hier da die Schrauben, diese drei, möchte ich da rausdrehen lassen. Also ich habe die markiert und dann kann ich da Schrauben drehen gegen Uhrzeigersinn und die gehen jetzt da ins Teil hinein oder respektive meine Baugruppe, wie wir hier sehen. Und da kann ich jetzt hingehen und dann sagen, ja, in Y richtig, sollen die rausgedreht werden, sage okay. Und mit der Transformation sage ich noch, die sollen da rausgezogen werden und schlussendlich noch einen weiteren Effekt, die sollen dann auch gleich ausgeblendet werden. Wenn ich jetzt diesen Schritt gemacht habe, kann ich da die Sequenzvorschau noch visualisieren, was passiert. Entschuldigung, nicht da möchte ich hingehen, sondern hier den Schritt vorschauen. Wir sehen hier, der Winkel für die Kamera wird geändert und gleichzeitig wird die Schrauben rausgedreht und rausgezogen. Und das ist, ich sage jetzt mal, vielleicht zu viel auf einmal und da kann ich sagen, okay, ich möchte diesen Schritt da ändern, also rechte Maustaste kann ich das Ganze hier bearbeiten. Und dann haben wir eigentlich alles, was ich da definiert habe in diesem Schritt, kann ich da anzeigen, also sprich die Kamera, ich habe die drei Schrauben rausgedreht, ich habe sie rausgezogen und schlussendlich habe ich sie ausgeblendet. Die Kamera, möchte ich sagen, das soll gleich am Anfang passieren, relativ schnell, dass ich mich dann aufs andere konzentrieren kann, sagt, das soll im Schritt von 0 bis 30% von dieser Sequenz erfolgen und wir sehen hier, diese Sequenz hat eine Dauer von 2,5 Sekunden, auch hier könnten wir verkürzen, verlängern und dann soll ausgeblendet werden, erst wenn die Sequenz ungefähr mit 80% durch ist, soll dann mit dem Ausblenden begonnen werden. So, dann habe ich das, können wir das Ganze hier nochmals anschauen, sehen. Dann werden diese Schrauben relativ lang rausgezogen und erst gegen Schluss dann auch ausgeblendet. Das heißt, ich sehe auch den Ablauf und kann die einzelnen Effekte, die ich hier reingebracht habe, auch einzeln steuern. Als nächster Schritt gehen wir hin und sagen, ja, ich möchte da den Deckel mit dieser Dichtung. So, diese zwei möchte ich da rausziehen. So, und dann diese Dichtung möchte ich ebenfalls doch noch hier rausziehen und diese zwei sage ich jetzt einfach ausblenden. Dann machen wir einen weiteren Schritt. Auch da möchte ich jetzt da wieder einen Positionswechsel machen von der Kamera. So, und sage jetzt Kamera erfassen. Und als nächstes möchte ich da diese Schrauben hier rausziehen. So, die werden rausgezogen, das passt. Und schlussendlich dann noch weiter ausgezogen und auch hier sagen wir dann im Schluss ausblenden. Ich gehe jetzt nicht hin und bearbeite die Ausblendfunktion auf 80, das würde man in diesem Fall dann eben auch machen, dass man erst gegen Schluss die Teile ausgeblendet bekommt, aber hier lasse ich das jetzt mal so sein. Als nächster Schritt sage ich da, den Deckel möchte ich rausziehen. Und ebenfalls diese Dichtung da rausziehen, auch die zwei ausblenden. Dann wechsle ich wieder mit einem neuen natürlich, dann wechsle ich wieder die Position von der Kamera, sage auch hier wieder Kamera erfassen
Und dann haben wir da diese drei Schrauben wieder, die wir hier wieder rausdrehen. So, okay. Und wir ziehen sie da wieder raus und ausblenden. Also Sie sehen, es ist eigentlich sehr simpel, das Ganze zu erzeugen. Ich kann da sehr schnell einzelne Schritte hinzufügen, in diesen Schritten dann diese jeweilige Komponenten rausziehen, ausblenden, die Effekte wieder reinspielen, sprich auch dann hier wieder, möchte ich da die komplette innere Welle mit dem Zahnrad, die Dichtungen und alles, was da dran hängt, und das ist eine Unterbaugruppe, also sprich, ich kann ja da nur einzelne Teile, und da müsste ich eigentlich alle Teile anwählen, möchte ich nicht machen, sondern ich sage, okay, ich gehe jetzt hin, erzeuge mir da diese Ansicht wieder, Kamera erfassen, und danach gehe ich hin und kann auch wieder hier in dieselbe Stückliste reingehen, und ich weiß ja, meine Welle ist hier als Gesamtbaugruppe, kann ich es auch hier markieren, damit alles auf einmal markiert ist, gehe wieder in den Sequenz-Schritteditor zurück und sage dann da, möchte ich das Ganze so rausziehen und ebenfalls ausblenden. So, jetzt haben wir noch den letzten Schritt vor uns, und das wäre eigentlich diese Welle da komplett rausziehen, also sprich auch da wieder so, die Kamera erfassen wieder, ziehe das Ganze raus, das Lager hier wird noch ausgebaut, so, und schlussendlich werden diese zwei Teile ebenfalls ausgeblendet. Und zu guter Letzt könnte man jetzt noch hingehen und sagen, okay, wir machen da einen neuen Schritt und da haben wir dann am Schluss nur noch die Kameraerfassung, dass dieses Teil wieder im Zentrum einzeln dasteht. Jetzt haben wir das Ganze so mal definiert und jetzt könnte ich da sehr schnell wieder zu diesem Schritt das Ganze anschauen. Wir sehen hier, eben da ich ja nichts bearbeitet habe in der Ausblendung, passiert alles gleichzeitig, wie das Rausnehmen und Ausblenden. Aber was ich Ihnen auch noch zeigen wollte ist, wenn ich jetzt beispielsweise bei einer Bearbeitung, sagen wir jetzt beispielsweise von diesem hier, kann ich die Prozentanzahl da eingeben, eben die Dauer, das Umbenennen von dieser Sequenz. Und was auch wichtig ist, ist beispielsweise hier das Bestätigen. Und dieses Bestätigen ist eigentlich nichts anderes, wenn eben diese ganzen Sequenzen beispielsweise auf einem Tablet, bei einem Techniker draußen auf dem Feld, angeschaut werden und der will sehen, okay, ich mache diese Sequenz, und wenn er dann das in der effektiven Maschine gemacht hat, kann er sagen, okay, ich bestätige, das habe ich gemacht, und so wird er automatisch zum nächsten Schritt geführt, dann wird ihm das wieder angezeigt und dann muss er da wieder bestätigen. Das sind eigentlich, ist dieser Bestätigungsknopf, den wir hier einschalten oder eben standardmäßig ausgeschaltet lassen, um damit dann eben diese Bestätigungsvorgabe einzuschalten oder wegzulassen. Den Sequenzvorschau können wir natürlich jetzt bei allen Schritten, die ich jetzt erzeugt habe, können da visualisiert werden. Also sprich, ich kann da hingehen, okay, das ist der erste Schritt, den zweiten Schritt und das wäre der dritte Schritt und so weiter. Oder ich kann einfach hingehen und sagen, okay, ich gehe ganz wieder an den Anfang und da alles wiedergeben und dann wird einfach ein Schritt nach dem anderen abgespielt, aber eben immer mit Bedacht. Die Sequenz, auch wenn jetzt zum Teil schon fertig ist, geht er nicht sofort zum nächsten über, weil wir haben die Sequenzdauer irgendwie alle auf 2,5 Sekunden belassen und diese müssen erst ablaufen, bevor die nächste Sequenz eingespielt wird. Und jetzt haben wir noch den letzten Schritt. So. Und am Schluss sollte das Ganze noch in das Zentrum gerückt werden. Genau. Das wäre eigentlich so das, was den Sequenzen anbelangt. Wir haben jetzt noch da den letzten für die Animation. Das ist eigentlich, würde ich jetzt sagen, das Gleiche, das ich machen würde. Nur mit der ganz einfachen Handhabung, dass ich da so quasi wie einen Film aufnehme. Und dieser Film, den ich hier aufnehme, passiert dann nicht mit Sequenzen in einzelnen Schritten, sondern es ist einfach eine Animation, das von A bis Z abgespielt wird. Und auch hier kann ich beispielsweise hingehen und sagen, ja, diese drei
möchte ich raus, also drehend rausziehen lassen. Auch da muss ich da die richtige Auswahl treffen, sage okay. Und wir sehen hier eben, das hat er jetzt schon mal aufgenommen. Dann gehen wir hin, ziehen den noch raus, wird wieder länger. Und schlussendlich noch das Ausblenden. Also eigentlich mache ich nichts anderes, als ich vorhin auch schon gemacht habe, einfach auf eine andere Art und Weise. So, und da kann ich dann das Ganze wieder so ausblenden lassen. Ne? Was jetzt sicherlich noch da von Wichtigkeit ist, man kann das Ganze dann hier exportieren, auch mit einem als Filmdatei, und dementsprechend hätten wir das. Ne? Aber ich sage jetzt mal, da gehe ich mal ganz schnell drüber, und wir würden da zur nächsten Animation kommen, Demo kommen. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich Ihnen eigentlich das Wichtigste zeigen. Und zwar, wir speichern da das Ganze ab. Diese Illustration möchte ich hier abspeichern, und zwar da als Illustration, genau. Die gibt es ja schon, macht nichts. So, und jetzt gehen wir ganz kurz schnell ins Parametric zurück, und da möchte ich eigentlich diese Welle jetzt noch schnell anpassen. Von 100 mm, die soll auf 50 geändert werden. Ne? Das passiert, ich speichere das Ganze ab, und jetzt, weil wir ohne PDM-Link arbeiten, speichere ich das erneut ab, als PVZ natürlich. So, und da ist diese Nummer, okay, wird überschrieben, jawohl. So. Und wenn wir jetzt im Illustrate das Ganze wieder öffnen würden, diese Illustration 3D, jetzt haben Sie im Hintergrund offen, aber spielt keine Rolle. Wenn wir sie komplett neu öffnen würden, würde folgende Meldung kommen, dass diese Datei eine Änderung erhalten hat. Möchten wir aktualisieren? Jawohl, möchten wir. Und dann sehen wir hier, die Welle ist auch da sofort eingekürzt worden. Sie ist auch hier bei den Positionen eingekürzt worden. Bei allen Sequenzen, bei allen Schritten ist sie eingekürzt worden, und das passiert eigentlich automatisch. Derjenige, der die Illustrationen erzeugt, muss sich eigentlich da gar nicht mehr drum kümmern. Und das ist ein großer Pluspunkt vom Illustrator. So, als nächstes möchte ich dann noch gerne ins Elements Direct. Auch hier öffne ich mir eine Datei, das aus Creo beispielsweise oder eben aus Creo Parametric kommt. Das wäre dieses Teil hier. So. Und da möchte ich lediglich eigentlich einen Step ausgeben. Wir haben hier dieses Teil, und da sage ich ja, ich möchte Datei speichern, und zwar alles, die ganze Baugruppe möchte ich speichern als Step-File. Und sage jetzt mal da, ich möchte das Ganze 1, 2, 3 benennen, so, und speichere das da ins Planetengetriebe, in das Step-File rein, genau. So, jetzt im Creo Illustrate wieder können wir da eine neue definieren und importieren, mit der Verbindung natürlich, diese Step-Datei, die wir hier abgespeichert haben, importieren wir hier wieder als nicht View, sondern eben Step-File. Das ist diese 1, 2, 3. Öffnen das Ganze. Und ist noch am Importieren. Wenn da dieser aufleuchtet, ist er eigentlich fertig mit Importieren. So, sagen wir eine Standardansicht. Und drehen das Ganze, damit wir hier diese Seite sehen und können die Ansicht verwenden. Ganz einfach gehe ich hin, ohne groß jetzt da was vorzunehmen. Hier im Creo Elements Direct möchte ich eigentlich da diese Länge um 50 mm verlängern. So, und bestätige das und gebe auch hier wieder die Step-Datei raus. Von der ganzen Baugruppe natürlich. Step-Datei, die heißt 1, 2, 3. So. Und speichern, natürlich überschreiben. So.
gehen wir wieder ins Illustrate zurück. Da muss ich noch schnell vorgreifen, die habe ich leider nicht gespeichert. Sagen wir hier, ich nehme diese. So. Und wenn ich jetzt in diesem Fall das Ganze wieder neu öffnen würde, so komm, diese hier, auch da mit der Step-Datei schnallt er sofort, okay, da ist etwas geändert worden oder ich habe ein neues Step-File mit der gleichen Benennung da in diesem Verzeichnis, bestätigen, dass ich das aktualisieren möchte. Und auch hier werden Sie sehen, die Welle ist automatisch verlängert worden. Also das spielt keine Rolle, ob das Step-Files sind oder Creo-Daten. Also da wird wirklich alles 1:1 mit übernommen. Gut, das war mit der Step-Datei. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen eben noch diese große Baugruppe zeigen. Die öffne ich jetzt auch da mal live. Geht ein bisschen länger, aber Sie werden sehen, dass dieser Traktor, das auch hier beispielsweise auf dem Bildschirm ist, relativ schnell hochkommt. Da sind etwa 3000 Einzelteile. Er ist schon da. Und wie Sie sehen, geht das eigentlich relativ zackig. Die Performance beim Rotieren ist sehr, sehr schnell und eigentlich auch gut zu handeln. Die ganze Struktur ist hier ebenfalls vorhanden. Also sprich, alles, was Sie da einstellen, machen und geht 1:1 wie eigentlich bei simplen Baugruppen. Und da sage ich jetzt mal, ich möchte den Traktor komplett ausgrauen, transparent stellen, bis auf den Arm da. Und was mache ich da? Ich habe da bereits einzelne vorbereitet, Abbildungen. Also sprich, ich habe da gesagt, die Abbildung sollen die Hydraulikleitungen da rot eingefärbt werden. Da habe ich die Sequenz bereits aufbereitet. Und die Sequenz ist eigentlich nichts anderes als wir demontieren die Schaufel und da sage ich da, Sequenzvorschau möchte ich anzeigen, spiele das mal ab, was passiert, der Splint wird aufgemacht, als nächstes wird er da rausgezogen und rot eingefärbt, pulsierend wird er weggenommen, danach kommt da ein Hammer zum Vorschein als Werkzeug, da sage ich, ja ich möchte da auf diesen Bolzen 1 draufgeben und dann wird da diese Bolzen wegfallen und das Letztes soll da die Schaufel abgehen. Gut, wie gesagt, ich möchte noch das Ganze mit einer Zusatzabbildung da noch weiter machen. Und zwar, ich möchte den gesamten Traktor jetzt da schattiert darstellen. Also ich markiere mir eher in der Struktur alles, bis auf den Arm und die Hydraulikleitungen. Und jetzt sage ich da, ja die Farbe, die soll da grau eingestellt werden, so. Und in den Eigenschaften soll da der Farbeffekt auf transparent gesetzt werden, irgendwo bei 93%. Und dann habe ich das Ganze, ich sehe auch beispielsweise, ja die Hydraulikleitungen, die ich hier habe, ja die möchte ich auch noch hervorheben, wieder rot einfärben, und dann habe ich das Ganze. Und so habe ich den Arm, ich habe den Traktor immer noch vor mir, ich weiß doch genau, wo ich bin in meiner Baugruppe, aber ich kann mich wirklich auf diese Baugruppe hier fokussieren und das Ganze erledigen. Sie sehen, es geht eigentlich relativ schnell und zackig, auch da wieder dann die aktuelle Ansicht verwenden, das wird sofort 1:1 aktualisiert. Gut, soweit wäre ich dann mit meinen Präsentationen durch. Ich habe doch ein bisschen länger gebraucht, als Herr Simmel mir da vorgegeben hat, aber nichtsdestotrotz denke, dass ich da einen guten Überblick über der Creo Illustrate Ihnen verschafft habe und würde somit wieder an Herrn Simmel zurückgeben. Besten Dank, Rodrigo, für die sehr, sehr eindrückliche Präsentation. Ich glaube, Sie haben gesehen, wie einfach man Illustrationen erzeugen kann, unabhängig von CAD-System. Das würde ich mal so weit sagen, jetzt müsste ich wieder meinen Bildschirm sehen. Kleinen Moment. Okay.
wird wieder mein Bildschirm übertragen. Jetzt sehen Sie wieder das PowerPoint vom Ganzen, und da hätten wir auch noch unseren Vertriebler in der Leitung. Ich hoffe, der ist schon freigeschalten. Der hat auch noch ein paar warme Worte an Sie. Daniel Losli, bitte. Ja, vielen Dank, Urs. Bist ja zu nett heute. Du kannst gerade auf die nächste Folie gehen. Einfach noch kurz, die PTC hat für diese Creo Illustrate-Lösung eine Time-Limited Offer, also ein zeitlimitiertes Angebot am Laufen. Das geht noch bis Ende Quartal, sprich Ende September 2017. Und da haben Sie die Möglichkeit auf Mietlizenzen, also Subscription-Lizenzen, die Sie jährlich mieten und eine Nutzungsgebühr bezahlen, die die Softwarewartung inkludiert, bekommen Sie sowohl auf die Floating- als auch auf die Locked-Lizenz, die es dazu gibt, einen Discount von 25%. Wie gesagt, diese Promotion läuft noch bis Ende September. Einfach auch nochmal, um das klarzustellen, das Creo Illustrate ist eine losgelöste App, eine losgelöste Lizenz, ist also nicht irgendwie ein Aufsatz oder ein Add-on zum Creo Parametric. Es sieht von der Oberfläche ganz ähnlich aus, aber es spricht eben auch, was wir gesehen haben eine andere Personengruppe an. Diejenigen, die mit Creo Parametric und mit dem CAD arbeiten, die wollen die technische Definition machen, wohingegen eben das Creo Illustrate eine andere Gruppe anspricht, wo es dann wirklich rein um Dokumentation geht, und von dem her ist das eben eine komplett losgelöste Lizenz, die da läuft. Wie gesagt, falls Sie da noch ein verbindliches Angebot brauchen oder zusätzliche Informationen benötigen zu dieser Promotion, dann kommen Sie ungeniert auf mich zurück oder auf meine beiden Kollegen. Das wäre schon von meiner Seite, Urs. Du kannst wieder übernehmen. Vielen Dank für deine Ausführungen. Ja, ich hatte schon Angst, dass wir zeitlich nicht reinkommen mit dem Webinar. Also Rodrigo, du warst nicht zu lange, du warst ausführlich, aber gut in der Zeit. Wir sind jetzt eigentlich schon am Ende dieses Webinar, und da wäre Gelegenheit, auch Ihre Fragen zu beantworten, weil wir relativ viele Leute im Webinar drin sind. Ist es ein bisschen doof, dass alle freigeschalten werden übers Mikrofon. Ich bitte Sie, wenn Sie Fragen haben, tragen Sie das unten im Chat-Panel ein. Oder wenn Sie detaillierte Fragen haben, kommen Sie auf uns zu, telefonisch, per E-Mail. Wir rufen Sie gerne zurück. Wir können auch für Ihre Fragen vielleicht auch dann eine separate Web-Session noch machen. Also da sind wir ziemlich offen. Ich werde jetzt hier vielleicht noch eine Minute warten, ob ich im Chat-Panel drin bei mir gewisse Fragen noch sehe, die ich eventuell an Herrn Farinia weiterleiten kann oder an Herrn Losli. Scheint aktuell noch nicht der Fall zu sein. Rodrigo, du warst so ausführlich, dass gar keine Fragen entstanden sind. Würde ich das mal so interpretieren. Wenn ich das so sehe, gehe ich jetzt mal davon aus, es kommen gerade aktuell keine Fragen rein. Ja, ist auch von der Zeit her, sind wir sehr pünktlich fertig nach einer Stunde. Dann würde ich mal das hier so abschließen mit dem Hinweis, wie gesagt, wenn noch was ist, kommen Sie auf uns zu. Die E-Mail-Adressen sind hier ersichtlich. Sie werden morgen dann auch noch eine E-Mail kriegen mit dem PDF von der ganzen Präsentation, und wir werden dieses Webinar dann auch, weil es aufgezeichnet ist, auf das Internet stellen, sodass Sie auch später auf diese Informationen zugreifen können. Zum Schluss bleibt mir nur noch allen zu danken, insbesondere Rodrigo, vielen, vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr eindrücklich, ausführlich, was du da in kurzer Zeit zeigen konntest. Auch danke an den Herrn Losli. Bei mir brauche ich mich nicht zu bedanken, aber ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie die Zeit investiert haben, da sich eine Stunde schlau zu machen, was Illustrationswerkzeuge, Aktuelles, alles so bieten, was die können und wie einfach die zu bedienen sind. Also vielen Dank für Ihre Teilnahme, und bis später am Telefon, per E-Mail oder beim nächsten Webinar. Tschüss.